ich will mein Face und Outfit of the Day machen. Das wurde mal angefragt und ich habe das früher so gern gemacht. Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr diese Figur so wie früher. Ich habe mich halt auf die Waage gestellt, mich hat der Schlag getroffen, also ich muss was ändern. Fragt mich nur noch nicht wie, aber ich muss was ändern. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich zeige euch mein Gesicht, logischerweise, was ich oben habe. Und ich zeige euch das, was ich anhabe. Hat nicht geholfen, aber was soll's. Ich habe nämlich den Vorhang gerade drüber. Als erster fange ich mit Gesicht an. Als Make-up Base Primer, was gar nicht hilft, aber ich es unbedingt leer machen will, habe ich das von dem Asam oben. Ich mag das überhaupt nicht. Also ich kann mit dem irgendwie gar nicht. Aber es ist noch sehr viel drinnen. Ich kann euch das kurz zeigen, weil man braucht ganz, ganz wenig. Man sieht es überhaupt nicht. Es ist noch echt viel drinnen. Ich werde dann trotzdem wahrscheinlich noch, ich werde nämlich das bei den Augen probieren, ob das bei den Augen hilft. Es soll eigentlich Falten kaschieren und bei den Augen habe ich in letzter Zeit so viele Probleme. Und ich werde versuchen, das bei den Augen nochmal zu benutzen. Als Make-up habe ich oben von MAC, klarerweise, das Studio Sculpt Make-up mit Lichtschutzfaktor 15. Ich habe gar nicht Hose, so ein hat. Hupsi. Ja, das liebe ich. Das finde ich wirklich gut. Also ich glaube, ich würde es mir sogar nachkaufen. Ich glaube, ich würde es mir wirklich sogar nachkaufen. Ich suche gerade meinen Concealer. Ja. Dann habe ich den MAC Concealer, den Pro Longwear, aufgetragen. Ich habe ihn mir falsch gekauft. Ich habe ihn ja in NC statt in NB15. Aber er passt trotzdem. Er ist eine Spur heller, aber passt trotzdem sehr gut. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann habe ich noch einen Concealer oben. Das ist, ich habe sehr viele Concealer drauf. Ich habe so viele Rötungen und Pickel, deswegen kennt sie ihr auch schon auswendig. Das ist der Studio Finish Concealer. So sieht er aus von MAC. Dann habe ich noch, um ein bisschen bei der Nase was abzudecken, den von Love. Und den finde ich scheiße. Sorry, der Ausdruck, aber den finde ich wirklich kacke. Ich kriege ihn nicht mal auf jetzt. So. Der hat so einen Schwammapplikator und ich mag ihn nicht. Das ist ein Tester. Meine Arbeitskollegin würde jetzt wieder sagen, dann schmeiß ihn doch weg, aber ich bin nicht so, ich kann das nicht wegwerfen. Das ist leider nun mal so, tut mir leid. Mein Concealer fixiere ich mit diesem Puder hier. Das war eins von, ich muss es richtig sagen, es ist von Sante und nicht von Lavera. Ich habe mich nämlich damals verschrieben in der Infobox. Es ist nicht von Lavera der Tester, sondern es ist von Sante der Tester. Ich mag es aber auch nicht, also keine Ahnung, ob ich es aussortiere oder ob ich es noch weiter benutze. Ich habe echt keine Ahnung. Weil irgendwie möchte ich nicht mehr Sachen benutzen, die ich nicht mag. Aber es ist halt nicht so einfach. Dann habe ich, bleiben wir beim Gesicht und ich mache die Augen dann später. Ich habe zwei Bronzer drauf, wie immer. Einmal den, oh Gott, das ist nichts passiert, das ist mir gerade runter an mich geflogen. Einmal den New York City Bronzer. Es ist schon so viel weg, Leute. Ich kratze gerade da in der Ecke rum. Ich will das schaffen, dass ich den aufbrauche. Ich glaube, ich werde noch bis Ende des Jahres mit dem auskommen. Was ich aber nicht schlimm finde. Nicht nur, ich gebe die Sachen wieder in die Lade zurück, weil sonst habe ich keinen Platz mehr. Dann habe ich noch den Kukuba, hat der, glaube ich, geheißen. Das war eine Limited Edition von Catrice. Das ärgert mich so sehr, dass man da nur das Pfännchen durchscheinen sieht, aber man sieht kein Hitterpen. Ich kann noch nicht so viel von denen nehmen, weil der ist stark pigmentiert für einen Catrice Bronzer. Deswegen kann ich nicht so viel von denen nehmen. Ich finde ihn aber nicht schlecht. Also er lässt sich gut verblenden, man kann nichts sagen. Deswegen nehme ich aber nur ganz, ganz wenig. Verblenden durch das Ganze mit dem Color Correcting Mattifying Powder von Essence. Das sieht so aus. Am Anfang mochte ich es nicht. Jetzt, ich mag es jetzt nicht so besonders. Ich habe jetzt noch ein Backup oder so, aber es ist jetzt nicht eins, dem ich nachtraue. Das gibt es ja nicht mehr. Aber es hat einen riesen Hitterpan. Es geht so, so schnell leer. Also ich glaube, das würde ich mir sowieso nicht nachkaufen, auch wenn es das jetzt noch im Sortiment geben würde. Ich habe jetzt noch ein Backup, glaube ich, oder zwei. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich würde mir das nicht, wenn es das noch geben würde, würde ich es mir nicht nachkaufen. Ganz einfach. Weil ich finde, dass es viel zu schnell leer geht. Als erstes benutze ich ja immer einen Creme Blush, damit meine Puderprodukte länger halten. Und ich habe den MAC Posy oben. Der sieht so aus. Und als Creme Highlighter habe ich den Essence So Glow Highlighter oben. Als Creme Highlighter. Da ist schon so viel weg. Ich bin gespannt, wann ich den leer kriege. Ich glaube auch Ende des Jahres erst. Also ja, aber ich mag den. Ich finde den gut. Er kommt natürlich nicht an den MAC ran, aber er ist gut.
Dann drüber gehe ich über den Creme-Highlighter mit meinem MAC Cheche Lamé, der ja Limited Edition ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt nicht mehr so gut. Es ist nicht mehr so leicht, da Produkt rauszukriegen, obwohl da noch so viel drin ist. Es ist einfach, weil er zu alt ist. Ich habe schon einen riesen Hit the Pen. Also für mich ist es riesig für einen Highlighter. Es wird auch immer größer, besonders weil ich gerade da immer so in der Gegend rumfahre mit dem Pinsel. Aber ja, ich mag den sehr, sehr gern. Ich habe den oben, wie gesagt, ich will halt schaffen, dass der leer geht. Es klingt vielleicht blöd, aber ich will schaffen, dass der leer geht, weil ich ihn schon so lange habe. Ich liebe ihn, ich werde ihn sicher vermissen, wenn er leer geht, aber ich muss ihn aufbrauchen. So wie dieses Rouge. Das war das allererste Blush, das ich mir mal gekauft habe. Viele finden ja immer, ich habe zu viel oben, aber ich finde, das mir gefällt so. Es kommt auch in der Kamera noch schlimmer rüber als in echt. In echt schaut es jetzt gar nicht mehr so schlimm aus, weil ich eh weniger nehme, weil meine Arbeitskollegin auch immer sagt, die nimmt zu viel. Aber es schaut gar nicht so schlimm aus heute. Kommt in der Kamera nur so schlimm rüber. Also das Dame Blush von MAC sieht so aus. Man kann da auch noch nichts erkennen, obwohl ich es jetzt auch schon so lange benutze. Aber ich benutze das gerne und das war das allererste Rouge, das ich mir von MAC gekauft habe. Also ja, deswegen glaube ich, will ich es auch ein bisschen aufbrauchen. Als Grundierung habe ich den MAC Painterly Paint Pot oben. Da ist ganz schön viel MAC bei mir dabei in letzter Zeit wieder. Der sieht so aus. Kennt ihr sicher, den habe ich sogar schon mal aufgebraucht. Dann habe ich noch drüber, weil ja bei mir sonst nichts hält, einen Creme-Lidschatten. Und das ist von, da ist nicht mehr viel drin, von Essence. Der Creme-Lidschatten in 02 Raise the Curtain vor. Ihr kennt es den, ich habe den euch schon so oft gezeigt. Heute habe ich da in der Ecke rum probiert. Ich glaube, ich habe auch noch nur noch 2 Tage oder sowas davon und dann ist er leer. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich habe nur Angst, dass ich nichts finde, was noch auf meinem Auge hält, außer der. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Dann bleiben wir gleich bei den Augen. Und ich zeige euch die Lidschatten, die ich oben habe. Eine Dame hat mir gestern ein Kompliment gemacht, weil ich so schöne Lidschatten oben habe. Das Problem ist, dass die alle nicht mehr zum Kaufen gibt, aber okay. Den habe ich zuerst, den gebe ich als erster über den Creme-Lidschatten drüber. Das ist von Yves Rocher einer. Alles, was ich trage, habt ihr in der Infobox verlinkt. Also ihr könnt das alles gerne nachlesen, weil ich weiß die Farbnummer von dem nicht auswendig und ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Dann habe ich noch drüber den von Essence, den gibt es leider auch nicht mehr. Obwohl ich den wunderschön finde und er hat einen riesen Hinterpen, wie ihr sehen könnt. Dann verblenden, eigentlich brauche ich nichts sagen, durch die Löcher sieht man eh, was ich benutze. Verblenden durch alle beide mit dem. Das ist ein Catrice Lidschatten. Ihr könnt es unten nachlesen, wie er heißt. Irgendwas mit Sandcastle oder irgend sowas. Der ist echt gut zum Verblenden. Der ist wirklich gut zum Verblenden. Dann gehe ich kurz mal näher, damit ihr das sehen könnt. Man kann es so ganz gering erkennen. Eine Dame hat das so gut gefallen, weil ich dann da in der Mitte nicht so viel mit dem Dunklen gehe von Essence, also eher mehr da der von Yves Rocher und dann ins Innere mehr den Grünen und dann versuche ich eher mehr da den Catrice zu... Ich schaue heute so lustig aus wegen meiner Mascara, aber dazu komme ich gleich. Passt doch irgendwie gar nicht so zum Look, aber mir hat das gefallen. Ja, ihr seht das ja, was ich meine. In der Lidfalte habe ich meinen MAC Lidschatten, den Club. Den liebe ich. Ich glaube, wenn der leer geht, würde ich mir den sogar sofort nachkaufen. Obwohl ich so viele Lidschatten habe, aber ich glaube, ich würde mir den sofort nachkaufen. Weil ich den wirklich sehr, sehr gern benutze. Ihr seht es ja, ich habe einen riesen Hit the Pen da drin. Weil ich den in letzter Zeit jeden Tag in der Lidfalte benutze. Dann habe ich unter meiner Augenbraue benutze ich den Lidschatten. Das ist einer von Douglas. Den mag ich auch. Obwohl die Marke gibt es ja, glaube ich. Oh ja, die Marke gibt es schon, aber ich glaube, die haben die Produkte verändert. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Also so für das, was er machen soll, ist er gut genug. Dann verblende ich noch den MAC Club. Mit dem Lidschatten von Essence, das ist ein ganz, ganz alter. Ja, ganz, ganz alter Lidschatten. So sieht er aus. Der heißt 02 Cream Canvas. Ich liebe den. Manchmal, also in den letzten Videos, haben mir auch viele gesagt, dass das Augen-Make-up so schön ist. Das war nur der in Kombination mit dem MAC Painterly Paint Pot und einer Lidschattenbase von Miss Lina, einer weißen. Der komplett aufs Auge aufgetragen und dann nur der Club in der Lidfalte.
Oh, schaut auch schön aus. Also es gefällt mir gut. Also ich bin halt sehr sparsam mit dem Lidschatten, aber ich habe keinen mehr. Ich hatte den zweimal und hatte in dem ersten auch einen riesen, Entschuldigung, Hit the Pen. Dann ist er mal runtergefallen. Ihr wisst ja, was für ein Schussel ich bin. Deswegen bin ich bei dem besonders vorsichtig, weil ich Angst habe, dass mir das mit dem natürlich auch passiert. Dann habe ich noch im inneren Augenwinkel, den man kaum sieht irgendwie, ja, ein bisschen nur. Das, den kennt ihr auch schon. Das ist dieser weiße Lidschatten von Essence, der limitiert ist. Den es ja auch niemand mehr gibt, aber wo auch schon ein riesen Hit the Pen ist. Ich glaube, den werde ich aber auch lange noch haben, bis der mal leer geht. Ich habe noch den Make-up Factory auf der Wasserlinie, aber den habe ich jetzt schon in mein neues Aufgebrauchtsackerl gegeben. Und ihr kennt den. Den brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Deswegen lasse ich den jetzt mal weg. Aber ich habe den noch, den Rest. Und ich habe dann den Rest auch weggemacht, habe ich ihn abgewischt, weil ich mag ihn nicht mehr verwenden. Der ist schon so mini, ich mag ihn nicht mehr. Das ist einfach nicht mein Ding, so lang irgendwie was... Ja, ihr kennt's mich, ich hasse das. Kajalstift zum Spitzen sind bäh. Sind einfach nur bäh. Dann habe ich den hier. Den benutze ich als erster, bevor ich meinen Eyeliner ziehe. Ihr wisst ja, der von Make-up Factory, der Gel-Eyeliner, der ist nicht so deckend. Deswegen brauche ich zuerst so eine Art Base, wo ich den Creme... Nein, Gel-Eyeliner auftragen kann. Die Seite habe ich schon leer gemacht. Ihr habt sie aber noch nicht in einem aufgebrauchten Video gesehen, weil ich noch auf die Seite warten will. Der ging so schnell leer, der war eh scheiße. Also der war eine dünne Mine, der ist mir ständig abgebrochen. Der war mega kacke. Der ist mir, glaube ich, auch jetzt abgebrochen, weil ich kann ihn nicht mehr zurückdrehen. Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Der schaut so aus. Ja, also ich bin auch froh, wenn der leer ist. Der ist ja auch von Love. Das war ein Tester, den habe ich mir nehmen dürfen. Ich bin nicht so begeistert mehr von Love. Ich weiß nicht, bei Love ist so... Wir haben ja die Marke nicht mehr. Dafür haben wir nämlich The Balm bekommen. Und ich bin stolz darauf, dass wir The Balm bekommen haben. Weil The Balm ist tausendmal besser als Love. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo ich jetzt wirklich sagen kann, oh mein Gott, das ist mein Favorit von Love. Habe ich bis jetzt nicht. Okay, stimmt nicht, sorry. Den Fixierspray, den ich für die Arbeit verwende, der ist gut. Aber sonst... Fällt mir nichts ein. Okay, red mal nicht so lange um den heißen Brei. Dann habe ich natürlich den Gel-Eyeliner von Make-up Factory drüber. Da ist nicht mehr viel drin, ich bin so stolz drauf. Ich freue mich schon, wenn der leer wird. Weil jetzt langsam will ich mal was Neues verwenden. Sage ich euch ganz ehrlich. Dann unten am Wimpernkranz habe ich einen blauen Kajalstift, weil ich den auch unbedingt leer machen will. Den benutze ich nur, wenn ich frei habe. Wenn ich arbeiten gehe, benutze ich meinen grünen von Make-up Factory. Das ist ein MAC. Das ist der... Kennt ihr aus dem MAC-Video? Der Petrol Blue, der Pearl Glide Kajal ist das. Ja, ich mag ihn noch immer. Er ist zwar nicht so, Gott sei Dank nicht so kaputt, wie ich dachte, aber er ist schon der Grenze nah. So, dann an den Augen, Mascara-mäßig, habe ich meine heißgeliebte Estee Lauder. Und ich Trottel, ich muss wirklich sagen, ich bin ein Trottel. Auf der Maria-Hilfer-Straße gab es eine Parfümerie, die heißt Anthos. Die hatten 30% und ich war da drin mit meiner Cousine, mir ist nichts eingefallen, was ich kaufen konnte. Und dann fällt mir das ein und jetzt haben die 30% nicht mehr und haben zu. Ja, Pech. Shit happens, sage ich nur. Aber was soll's. Ich liebe die und ich habe Angst, dass die leer geht. Weil die fängt jetzt schon so ein bisschen an zum Austrocknen. So wie die letzte leider. Ich mag die. Ich mag die echt gerne. Oben habe ich jetzt nur noch, weil ich unten die nicht mehr benutzen will. Weil ich glaube, dass die mir von... Weil ich benutze... ich benutze oben... also ich fahre mit der Estee Lauder zuerst. Fahre mit der Estee Lauder. Wie klingt das? Ich benutze zuerst die Estee Lauder. Trenne mit der Lancôme Hypnose-Dollars die Wimpern nochmal nach. Die sieht so aus. Ich habe auch das Gefühl, dass die von Lancôme viel schneller eintrocknet als die von Estee Lauder. Ich habe das Gefühl, dass die vorher besser funktioniert hat als jetzt, aber okay. Und unten habe ich diesmal keine schwarze. Unten habe ich diesmal die. Und das ist eine von Essence. Das war die Summer Fun LA, wenn ihr euch noch an die erinnern könnt. Das ist so ein Türkis. Ich finde die so geil. Ich weiß, das passt jetzt nicht so zu meinem Outfit, aber ich habe die, ihr habt das sicher eh schon gesehen, ich habe die auf den unteren Wimpern und dann habe ich noch drüber, nur die Spitzen noch ein bisschen, da ist ein bisschen schöner geworden als da, nur die Spitzen noch duscht, vielleicht sollte ich das ein bisschen noch, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kamera das alles verfälscht, auf der Kamera sieht aus, als wäre die Seite intensiver als die, wenn ich aber da in den Spiegel schaue, ist die Seite intensiver als die, also echt merkwürdig. Aber die finde ich gut. Die finde ich, also bis jetzt, was ich probiert habe, finde ich die nicht schlecht. Das ist eine Eyebrow, Lash and Hair Mascara.
Die finde ich nicht schlecht. Die kann was. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Aber die finde ich nicht schlecht. Ich finde das irgendwie schön. Ich weiß noch nicht, ob ich das in der Arbeit tragen werde. Ich glaube nicht, weil sonst sprechen mich Kunden drauf an und die Mascara gibt es ja nicht mehr. Ich glaube, ich werde die nur noch benutzen, wenn ich frei habe. Ich will sowieso endlich mein Augen-Make-up verändern. Ich habe Gott sei Dank bald den Creme-Lidschatten leer von Essence. Ich will irgendwie was Neues wieder. Ich mag noch immer meine grünen Lidschatten benutzen, weil die ja sehr, sehr weit aufgebraucht sind. Ihr habt es ja gesehen, aber irgendwie will ich was Neues. So, bevor ich weiter laber. Augenbrauen habe ich wie immer mein MAC. Schaut schon so grauslich aus. Brow Gel Creme Teil. So sieht das aus. Das benutze ich noch immer und ich liebe es auch noch immer. Und als Augenbrauengel habe ich das hier. Das ist das von Misslin. Ist fast leer, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, es wird sicher diese Woche auch noch leer gehen, weil ich mich ja jeden Tag schmink. Ich mag das so gerne. Ihr habt es im Haul-Video gesehen. Ich habe es mir nachgekauft. Das mag ich wirklich, wirklich gerne. So, das letzte, dann kommen wir dann gleich zum Outfit, sind die Lippen. Ich habe heute meinen neuen Yves Rocher Lip Liner oben, den 31 Rouge. Ihr werdet es nicht lesen können, das ist so ein Rot. Und nach langem mal wieder, weil ich habe mal gedacht, irgendwie passt kein Rot zu meinem Kleid und ich glaube, das kommt dem ein bisschen nahe, jetzt nicht so ganz, aber ein bisschen. Und das ist der in der Kombination eben mit dem. Ich habe die Lippe komplett mit dem ausgemalt und habe dann den drüber getan. Das ist einer aus der MAC Limited Edition. Toxic Tail hat er geheißen. Das war aus dieser Disney Allee. Die Farbe sieht so aus. Ich finde, es kommt ähnlich hin. Er ist so eine Spur heller, aber wenn ich den Lip Liner drunter habe, was sagt ihr? Kommt das irgendwie hin, oder? So sieht er aus. Ich wollte ihn mal benutzen, weil ich ja in letzter Zeit total auf MAC Lippenstifte abfahre und wenn ich frei habe, benutze ich eigentlich nur noch MAC Lippenstifte. Was schon krampfhaft ist, aber egal. Ich rutsche weg. So. Ja, und bevor ich es vergesse, am Schluss benutze ich, wenn ich frei habe, natürlich mein MAC Fix Plus in Coconut. Ja. Jetzt zeige ich euch mein Outfit. Ich hoffe, das Licht geht, das ist sehr, sehr gelb. Sehr, sehr gelb, sorry dafür. Oh Gott, das ist wirklich so gelb. Ich hoffe, das geht so, dass man das euch genau zeigen kann. Sorry für den Monsterausschnitt. Ich habe mein neues Kleid von Orsi an. Also zuerst mal die Ohrringe, die habt ihr im Haul schon gesehen, die habe ich von Müller. Dann habe ich das Orsi-Kleid an. Und eine graue Leggings, was man nicht so stark sieht. Ja. Ja, das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Ja, ich hoffe, man hat das gut gesehen. Ich meine, ihr seht ja, wie hellrot das ist. Die Leggings. Man sieht sie ein bisschen, die ist echt dunkelgrau. Erst wollte ich eine grüne anziehen und da habe ich mir gedacht, nein, das passt nicht. Ich bin ja kein Wichtelmännchen. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich nehme die graue. Und ich finde, das geht. Das finde ich okay. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das Outfit und das Make-up findet. Ihr könnt da ruhig eure offene Meinung schreiben, das stört mich überhaupt nicht, weil ich trage das, was ich will und ich kann damit leben. Ja, schreibt mir gerne, wie ihr es findet. Ich bin mit allen zufrieden. Ihr habt gesehen, ich habe meine Figur sehr, sehr betont durch dieses Kleid, aber ja. Ja, einfach ja. Aber ich mag das Kleid sehr. Also ich finde es echt schön. Ich bin ja sowieso ein Rot-Junkie in letzter Zeit, das wisst ihr nicht. Ich mag es wirklich sehr, sehr gern. Also schreibt es mir mal in den Kommentaren, wie ihr das Video findet und ob ihr mehr solche Videos haben wollt. Weil ich habe in letzter Zeit so, so Lust, mehr Videos in der Art zu drehen. Weil ich in letzter Zeit so eine Rotphase habe und gern neue Sachen ausprobiere. Seht ihr, ich gehe so gern Klamotten shoppen in letzter Zeit. Und deswegen könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn ich das so öfter machen würde, so jeden Monat zwei Videos oder so. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, weil ich werde diesen Monat sehr, sehr viel Zeit haben, weil ich zwei Tage frei habe immer in jeder Woche. Also könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr das wollt. Und ich hoffe, ihr wollt das, weil ich drehe die Videos urgerne. Ja, und ich habe es schade gefunden, dass ich eigentlich damit aufgehört habe, aber okay. Das heißt, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!